Also es ist nicht nur jetzt zielgerichtet, ein Experiment A, B, C durchzuführen, aber natürlich auch Wartung zu arbeiten, um die Station funktionsfähig zu halten. All das kostet Zeit, das sehr genau ausgeplant wird von vielen hundertköpfigen Kontrollteams, ausgearbeitet, überwacht und natürlich abgeändert, wenn es ein bisschen Probleme gibt. Das Essen ist bei unseren Shuttle-Missionen eine pure Notwendigkeit. 10 Tage, 13 Tage, völlig egal, was ich esse. Hauptsache, es macht mich satt, mein Körper bleibt leistungsfähig. Wenn man ein halbes Jahr oben ist oder ein Jahr, dann ist das natürlich nicht mehr so. Dann gehört das Essen, die Entspannung, die Freude auf das Essen, die, ja, sagen wir, die innere Ausgeglichenheit, die man damit hat, dass man sich und seinem Körper was Gutes tut, die gehört auch dazu, um seine Leistungsfähigkeit, die psychologische Leistungsfähigkeit zu erhalten. Genauso dazu gehört das Schlafen. Ich sage immer, das Schlafen ist die wichtigste Tätigkeit an Bord. Alles ist irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden. Und wenn das nicht funktioniert, dann können Sie die anderen 16 Stunden auch vergessen. Und ich schreibe dann noch eben die Reflexion. Das heißt natürlich, damit fertig werden, dass der Körper ein anderer geworden ist, dass vielleicht sogar die Leistungsfähigkeit ein anderes geworden ist, dass Ihre Wahrnehmung, Ihre Umwelt ein anderes geworden ist, dass sich Ihre Beziehung zu Ihren Kollegen, mit denen Sie arbeiten, unter diesen Bedingungen, die ja auch nicht unbedingt ohne Risiko sind, das entwickelt sich auch fort, ist ja keine Frage. Dann habe ich als letzten Punkt Körperpflege gesagt, der operationelle Aufwand. Es ist nicht so einfach wie auf der Erde. Ich springe mal eben unter die Dusche, ich brauche immer 10 Minuten, andere, meine Frau braucht 2 Minuten, ist sie fertig geduscht. Wenn Sie sich gründlich reinigen wollen, entsprechend einer Dusche, brauchen Sie in der Schwerelosigkeit, naja, ich würde mal sagen, 15 Minuten Minimum. Dass Sie, wie ich das vorher schon beschrieben habe, Haare schamponiert, Körper abreiben mit den nassen Waschlappen, mit Seife, dann die Seife abreiben, dann sich trocknen. Und das ist in der ganzen Oberfläche. Das ist einfach so, was von alleine passiert. Also alles so ein bisschen Overhead. Im nächsten möchte ich Ihnen anhand